Hey, ich bin Nico von Huki und heute stelle ich euch was ganz Besonderes vor, denn unser Tardigrade ist fertig. Nach 9 Monaten echt intensiver Arbeit, viele Schweißtränen, viele Probleme und Herausforderungen ist es heute endlich soweit und ich zeige euch alles ganz genau im Detail. Also die Initialzündung zu diesem Projekt stand nicht von mir, sondern letztes Jahr im Dezember habe ich eine Konzeptskizze gesehen von Antrieb und das war für mich der Auslöser, dieses Projekt in real umzusetzen. Nachdem wir uns dazu entschieden haben, dieses Tardigrade-Projekt tatsächlich umzusetzen, haben wir erstmal das ganze Team zusammengetrommelt und von unserer Idee erzählt. War natürlich extrem gespannt, wie die Reaktion im Team ist. Nachdem ich André in Moskau kontaktiert hatte und ihm von unserer Idee erzählt habe, dass wir dieses Motorrad auch gerne 1:1 bauen möchten, hat uns André seine ganzen Skizzen dazu geschickt. André hatte bis dahin nie irgendwas in Richtung Größen, Technik, Konstruktion da aufgebaut, sondern war wirklich nur im optischen Bereich. Und wir haben erst angefangen, dieses ganze Motorrad zu skalieren in eine Größe, wie es auch tatsächlich eventuell auf dem Boden fliegen könnte. Es war ein Prozess, der über mehrere Tage ging und wir hatten unterschiedliche Modelle in unterschiedlichen Skalierungen und haben uns dann quasi für eine Skalierung von 133% entschieden. Das Tardigrade ist eigentlich total simpel aufgebaut. Es hat einen Hauptrahmen, an den Hauptrahmen sind die hintere und die vordere Schwinge befestigt und das Exoskelett. Um die Schwingen vorne sind einfache Cases und diverse Exoskelette, damit das Mondmotorrad im Mondgestein geschützt wird. Nachdem wir die Visualisierungsdateien von André erhalten haben, konnten wir natürlich nicht direkt loslegen im CAD. Und wir haben uns erst in mehreren Meetings dazu entschieden, aus was für ein Material wir Hauptrahmen und Schwinge bauen. Unsere Auswahl ist dann natürlich auf Aluminium gefallen, weil wir halt einfach auch ein Gewichtsersparnis erzielen wollen. Die Konstruktion im CAD ist eigentlich bis in letzte Minute gegangen. Also das ist ein schleichender Prozess, der über das ganze Projekt die ganze Zeit stattfindet. Denn wir haben das Motorrad quasi von Grund auf auch im CAD komplett neu entwickelt. Die Bauweise ist relativ simpel gehalten, denn wir arbeiten mit Plattenmaterialien, die gekantet bzw. lasergeschnitten sind. Dadurch konnten wir natürlich den Look erzeugen. Das Exoskelett, was das Tardigrade ja eigentlich sein Hauptaugenmerk gibt, ist komplett handgefertigt aus Edelstahl und auch die vorderen Cages und der hintere Cages auch aus Edelstahl gefertigt. Beim Tardigrade war es extrem schwierig, die Räder so umzusetzen, wie es auch André in seinem Konzept angedacht hatte. Und das war auch unser Ziel, dass wir das ganze Konzept so nah wie möglich an dem Rendering auch umsetzen. Ja, das Herzstück am Tardigrade sind natürlich die Räder. Die sind im Durchmesser fast 24 Zoll und in der Breite fast 12 Zoll. Also sind wirklich wahnsinnige Dimensionen. Wie wir das umgesetzt haben, es gab ganz unterschiedliche Ansätze. Wir haben auch Simulierungen gemacht mit Materialien. Auch hier ist dann unsere Wahl auf Aluminium gefallen. Und ja, es gab Fragen wie, welche Narbe nutzen wir, wie machen wir die Reifen, die Achsen etc. pp. Das sind alles Bauteile, die wir selber entwickelt haben. Die Narbe stammt von Cake und wird aktuell an den Kalkmodellen und auch an dem Ösa-Modell hinten verwendet. Die ganze Felge ist quasi in mehreren Teilen aufgebaut. Die Speichen sind einzelne Teile, die dann quasi in einer von mir konstruierten Radlehre zusammengebaut und gepunktet worden sind. Darüber sind zwei Felgenringe links und rechts, die die Stabilität in das Rad bringt. Und verbunden sind diese Felgenringe mit einem wirklich sehr leichtbauorientierten Felgenbett. Haben uns da ein bisschen inspiriert an aktuelle Fatbikes, die auch Aussparungen im Felgenbett haben. Dadurch konnten wir natürlich dieses Rad in seiner Riesendimension trotzdem extrem leicht halten. Die Radblenden im Inneren sind zweiteilig und es sind 3D-Drucke. Aus einem AE12. Das ist ein sehr besonderer 3D-Druck, denn bei diesem 3D-Druck wird keine Hitze verwendet, sondern ein Pulver, was eher acrylartig ist, wird in Schichten zusammengeklebt. Das erlaubt uns, solche Baugrößen zu realisieren und trotzdem Gewicht zu sparen. Als Ende war natürlich die Herausforderung, dass Tardigrade braucht auf jeden Fall authentische Reifen und von vornherein war klar, wir brauchen Reifen,
die airless sind. Das bedeutet ohne Schlauch und ohne Luft auskommen. Mit unserem Partner zusammen haben wir dann immer wieder gesprochen über diese Thematiken und Probleme und sind dann am Ende auf die Idee gekommen, eine Art Reifenkette zu entwickeln. Der aktuelle Reifen am Tardigrade sind einzelne Elemente, die aus einem TPU gedruckt sind, was natürlich super ist, weil wir haben jetzt nur noch so eine Baugröße. Und das kann im Prinzip fast jeder aktuelle 3D-Drucker auch abbilden. Diese 3D-Druckteile sind quasi auf der Felge mit einem Spand befestigt. Zeigt auch nochmal eventuell einen neuen Ansatz, um luftlose Reifen herzustellen und aber auch in Richtung Wartung zu denken. Denn wir können einfach einzelne Elemente austauschen und vielleicht Crossreifen drucken oder Slicks oder was auch immer. Als weitere Komplexität am Tardigrade ist natürlich die Lenkung, denn wir wollten auch, wie im Konzept von Antrieb, eine elektronische Lenkung umsetzen. Wir hatten insgesamt 3 Versuche und 3 Ansätze. Der letzte ist es jetzt am Ende geworden. Wir arbeiten jetzt gerade mit einem Arduino, der ein Servo ansteuert. Und der Servo bzw. das Arduino bekommt über ein Potentiometer im Cockpitbereich sein Signal. Für das Tardigrade wollten wir natürlich auch aktuelle Antriebstechniken verwenden und wir hatten das Glück, dass wir da relativ schnell mit Cake einen Partner gefunden haben, die uns in dieser ganzen Antriebstechnologie unterstützt haben. Das bedeutet, dass wir jetzt aktuell eine Batterie aus einem ÖSA verbaut haben, den Motor von einem ÖSA, auch die ganzen Computer- bzw. Motorsteuerung sind alle von Cake. Im Hauptrahmen sitzt der Cake-Motor, der ein Riemenrad, was extra hergestellt worden ist, einen Riemen von Gates antreibt und auf dieses Hinterrad überträgt. André hatte in seinem Konzept anfänglich erst an einen Allrad-Motorrad gedacht, aber das ist wirklich aus technischen Gründen sehr, sehr schwer umsetzbar und wir haben uns relativ zeitig entschieden, nur das Heck anzutreiben. In den Gehäusen, die übrigens alle auch in einem AE12 gedruckt sind und von einem sehr professionellen Lackierer hier in Dresden auch lackiert worden ist, verbirgt sich extrem viel. Auch die Aufhängung, die wir erst gedacht hatten, also da gab es für die Aufhängung gab es unterschiedliche Ansätze, denn wir wollten auch eine Federung erbauen. Wir hatten anfänglich mit Carbonrädern experimentiert und hatten da unterschiedliche Szenarien aufgebaut, mussten aber dann auch schmerzlich festhalten, dass das so nicht funktioniert. Dann sind wir auf Gummi gegangen. Das hat schon besser funktioniert, aber das Tardigrade wiegt am Ende knapp 130 bis 140 Kilo. Und das auf eine kleine radiale Federung zu übertragen, das ist schon eine Mammutaufgabe. Deswegen haben wir uns dann am Ende entschieden, keine Federung zu verbauen und die Schwingen sind jetzt quasi massiv an Alublöcken befestigt. Natürlich sieht man jetzt den Antrieb von Cake nicht, weil er im Prinzip komplett verpackt ist in einem Dupont Kevlar. Auch hier hat uns Dupont super schnell mit authentischen und wirklich auch zertifizierten Material unterstützt. Am Tardigrade gibt es extrem viele Details, wie zum Beispiel auch die 3 Sitzstreben, die mit einem orangenen Cordura ummantelt sind, um da halt auch einfach wirklich Material zu verwenden, was extrem gut zu dem Kevlar passt. Die Drehknöpfe sind auch 3D gedruckte Drehknöpfe. Die Griffe sind eigens hergestellte Griffe. Der Lenker ist custom. Auch das ganze Armaturenbrett mit den integrierten Cake Cockpit ist ein 3D-Druck und eine Eigenentwicklung. Wir von Huki möchten uns nochmal ganz besonders bei Synthenix bedanken, die mitten im Prozess dazugekommen sind zum Projekt, aber uns am Ende es ermöglicht haben, das Tardigrade so umzusetzen, wie wir es auch gedacht haben und die Vision mit uns teilen, nach neuen Horizonten zu suchen. Wer Synthenix noch nicht kennt, der soll sich auf jeden Fall diesen Namen merken, denn es geht da um Nachhaltigkeit, Performance und Öl. Und diese Dinge sind extrem wichtig und ihr könnt mehr auf Huki nachlesen, auf Social Media und demnächst auch auf YouTube. Als kleines i-Tüpfelchen und unser Huki-Touch zeige ich euch jetzt natürlich noch die Beleuchtung vom Tardigrade.